So, dürfte ich euch dann bitten? Ich hin. Danke, damit die hinten auch was sehen. Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie im Namen des Deutschen Fußballbundes zu dieser kurzfristig einberaumten Pressekonferenz hier in Köln. Wie Sie alle wissen, sind die Gründe für diese Pressekonferenz nicht sonderlich erfreulich. Alles Weitere wird Ihnen jetzt der Präsident des Deutschen Fußballbundes, Dr. Theo Zwanziger, übermitteln. Ja, vielen Dank, Herr Brause, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich denke, die wichtigste Nachricht vorweg ist, dass der Gesundheitszustand von Babak Rafati stabil ist. Natürlich wird er morgen oder in den nächsten Tagen auf die Intensivstation verlegt werden. Und es bedarf intensiver Behandlung. Die zweite Nachricht ist, dass die drei Assistenten Patrick Idrich, Holger Henschel und Frank Willenborg natürlich mit dieser Situation, die sie dort vorgefunden haben, auf die ich gleich komme, sehr zu schaffen haben, dass sie aber auch in den Gesprächen mit mir einen stabilen Eindruck hinterlassen und dass auch für sie im Rahmen der polizeilichen Vernehmungen, die bis eben und ich glaube im Moment immer noch stattfinden, auch durch den Notfalldienst seelsorgerisch betreut waren. Was ist passiert? Was haben wir erfahren? Ich bin gegen 13.45 Uhr von Herbert Fandl in Frankfurt telefonisch informiert worden. Es ist etwas ganz Schreckliches passiert und erteilte mir dann in kurzen Umrissen mit, dass er soeben von Patrick Idrich unterrichtet worden war, dass man Babak Rafati in seinem Zimmer unter diesen Umständen, auf die ich noch komme, aufgefunden hatte. Ich habe also, wenn man so will, 2 Minuten, nachdem das Ereignis im Hotel entdeckt worden war, von diesem Umstand gewusst. Es war so, dass mir die drei Assistenten geschildert haben, dass sie gestern Abend völlig normal noch zusammen waren, dass Babak beim Frühstück nicht erschienen sei. Das sei aber öfters so, das sei keine ungewöhnliche Situation und dass sie dann um 13.30 Uhr mit ihm zusammen die Spielleitung besprechen und das, die übliche Vorbereitung für ein Bundesligaspiel angehen wollten. Als er, weil er in der Regel immer pünktlich sei, zu diesem Zeitpunkt nicht da war, haben sie versucht, zunächst telefonisch ihn in seinem Zimmer zu erreichen, was natürlich nicht gelang, haben sich sofort nach oben begeben und fanden die Tür verschlossen, nach Klopfen wurde nicht geöffnet. Und man hat dann sofort und sehr schnell mit einem Helfer, einer Servicekraft aus dem Hotel, die Tür geöffnet. Was Sie dort vorgefunden haben, haben Sie mir geschildert. Da würde ich Sie bitten, mir Einzelheiten zu ersparen. Richtig ist, dass er in der Badewanne lag und es natürlich auch viel Blut zu sehen gab. Man hat alles versucht und deshalb gilt mein ganz, ganz großer Dank diesen dreien. Man hat alles versucht, ihm zu helfen und ich glaube, jetzt einige Stunden nach dem Vorfall sagen zu können, dass wenn die Prognose, er ist außer Lebensgefahr, sich als richtig erweist, dass dann Patrick Idrich, Holger Henschel und Frank Willenborg das entscheidende Verdienst daran zukommt. Sie haben das Notwendige in diesen Situationen gemacht, was man tun könnte. Das wurde mir auch so von der Kriminalpolizei bestätigt. Es war dann
natürlich die Frage nach den Angehörigen zu stellen. Das hat sich nicht ganz leicht ermitteln lassen, weil sie seine Lebensgefährtin nicht erreichbar war. Das ist aber Gott sei Dank inzwischen gelungen, sodass ich auch sagen kann, dass sie ist die engste Angehörige von Babak Rafati, inzwischen unterrichtet ist auf dem Weg nach Köln und sie wird dann auch mit den entsprechenden Betreuungsmaßnahmen ausgestattet sein. Und wann sie mit ihm sprechen kann, das weiß ich im Moment noch nicht. Das ist natürlich eine Entscheidung der Mediziner. Die Kriminalpolizei hat ja auch bereits entsprechende Erklärungen abgegeben. Ich bin auch dort dankbar, dass sehr zügig und intensiv ermittelt wird. Nach dem, was ich vernommen habe, schließt man Fremdverschulden aus. Es sind Notizen gefunden worden, ich will es mal so formulieren, die natürlich noch ausgewertet werden müssen. Nach meiner Befragung oder nach meiner Anfrage, ob es eine Richtung geben könnte, wo ein Motiv liegen könnte, glaubt man, dort noch nichts sagen zu können. Also insoweit müssen wir jetzt zunächst einmal hoffen, dass der Gesundheitszustand, das ist das Allerwichtigste, von Babak Rafati sich möglichst schnell stabilisiert, dass er wieder voll gesund wird. Und natürlich müssen wir darauf hoffen, dass das, was ihn belastet hat und das ja zu dieser Ausweglosigkeit offenbar beigetragen hat, denn sonst macht man ja keinen Suizidversuch, dass dies transparent wird und dass man ihm helfen kann, und ihm helfen kann, diese Sorgen letztendlich zu nehmen. Das ist die Aufgabe aller, die sich um ihn kümmern. Und ich denke, er ist dort auch in guter Betreuung. Ich habe den drei Mitgliedern des Teams von Babak Rafati natürlich zugesagt und angeboten, dass jede Unterstützung und Hilfe, die ihnen der DFB gewähren kann, gewährt werden wird. Sie sind alle berufstätig und von daher warten natürlich auch auf Sie in den nächsten Tagen eine Reihe von schweren Aufgaben. Und das Ganze sind natürlich auch psychische Belastungen, mit denen Sie umgehen müssen. Zumal, das ist ja klar, wenn eine solche Situation passiert, fragen sich natürlich immer die, die im engsten Umfeld sind, konntest du etwas merken, hast du nichts gemerkt, warum ist das so? Aber ich glaube, sagen zu dürfen, dass man da abwarten muss und erst wenn wir den notwendigen Erkenntnisstand haben, dann auch die richtigen Antworten darauf geben kann. Es ist immer ganz schwierig, in einer solchen Situation zu stehen und daran zu denken, dass ein relativ junger Mensch, er ist 41 Jahre alt, glaube ich, so eine Ausweglosigkeit vor sich sieht. Ich weiß da auch kaum noch eine Antwort drauf und ich kann mir sie auch eben nur so erklären, dass der Druck auf unsere Schiedsrichter aus den unterschiedlichsten Gründen ungeheuer hoch ist und überhaupt in diesem Leistungssport ungeheuer hoch ist und wir es einfach nicht schaffen, das Ganze in eine richtige Balance zu bringen. Eine richtige Balance, die für mich immer heißt, es gibt im Leben viele andere liebens- und lebenswerte Facetten. Man darf sich nicht in eine Sache so stark hinein bewegen, dass man zum Schluss in eine ausweglose Situation gerät. Aber wie gesagt, meine Damen und Herren, dort jetzt und an dieser Stelle zu spekulieren, ich denke, das wäre nicht gut, das wäre auch nicht angemessen. Es gilt, darauf zu hoffen, und ich bin sicher, dass die medizinische Betreuung stimmt, dass er zurückkehren kann ins richtige Leben, dass er wieder gesund wird. Und natürlich ist es Aufgabe des Polizeipräsidiums in Köln, die Umstände dieses, so meine ich jetzt sagen zu können, Suizidversuchs näher aufzuklären. Ich selbst habe, das darf ich zum Schluss anmerken, in dieser Situation entschieden, mich vor Ort selbst zu informieren, weil das ist eine so außergewöhnliche Sache, wenn du damit konfrontiert wirst, dass einer unserer Spitzenschiedsrichter sich das Leben nehmen will, dass man doch sehen muss,
wie die Dinge sich zugetragen haben können, wie das Ergebnis ist und was man tun kann, um zu helfen. Ich wünsche seiner Lebensgefährtin, dass sie dies alles auch gut besteht, dass es ihr gelingt, ihm zu helfen und dass wir dann vielleicht in einigen Tagen oder Wochen positive Rückmeldungen bekommen. Wir hatten zu entscheiden, ob das Spiel hier in Köln ausgetragen wird. Ich habe Wolfgang Niersbach und Herbert Fandl gebeten, mit der Liga zusammen diese Entscheidung zu treffen. Ich weiß, dass in einem Zeitpunkt, in dem auch die Umstände dessen, was wir erleben mussten und erfahren mussten, noch nicht so genau bekannt war, eine solche Entscheidung immer sehr, sehr schwierig ist. Aber ich glaube, sagen zu können, dass es die richtige und angemessene Entscheidung gewesen ist und dass ich glaube, dass die beiden Mannschaften und auch die Fans beider Mannschaften dies verstehen werden. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Zwanziger. Bevor wir zu Ihren Fragen kommen, bitte ich noch um zwei Hinweise. Zum einen bitte bei den Fragen auf die Damen, auf die Mikrofone warten, damit die Kollegen vom Fernsehen auch einen Ton haben. Und zum Zweiten, mit Rücksicht auf die laufenden Ermittlungen der Polizei, ist es natürlich so, dass wir nicht zu allen Fragen sicherlich die passenden Antworten schon haben. Da bitte ich um Rücksicht. Gibt es Fragen Ihrerseits? Das scheint nicht der Fall zu sein. Doch, Herr Poschmann. Die Frage, weil die Information hier gerade rumging, dass er außer Lebensgefahr sei, können Sie das bestätigen? Ja, also mein Informationsstand ist so, auch soeben nochmal von der Kriminalpolizei bestätigt und auch von dem Notfallseelsorger, der in ständigem Kontakt mit dem Krankenhaus war. Die derzeitige Prognose ist, Gesundheitszustand ist den Umständen entsprechend stabil und man geht davon aus, dass er außer Lebensgefahr ist. Mikro kommt. Herr Zwanziger, werden Sie jetzt nochmal ins Krankenhaus fahren und sich da nochmal erkundigen? Nein, es gibt keine Möglichkeit. Ich habe mich erkundigt, ob es eine Chance gibt, ihn zu besuchen, ihn aufzusuchen oder gar mit ihm zu sprechen. Das ist verneint worden. Diese Möglichkeit gibt es heute und auch sicher morgen noch nicht. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann bedanke ich mich für Ihr Kommen und wünsche trotz aller Umstände noch einen schönen Abend. Vielen Dank.